So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zombie Hugo mit dem Mad King. Wir sind jetzt gerade da stehen geblieben, wo wir auch in der letzten Folge aufgehört haben. Oh, immer auch diese Geräusche. Ich werde mich jetzt mal ganz schnell heilen, bevor ich hier abkacke. Schnell mal eben, ja, volles Leben wieder. Eben auch mal Leuchtrakete hin tun. Wow. Ach, da unten ist auch noch einer. Okay, wie kommt der jetzt dahin? Das kapiere ich nicht ganz. Ah nein, komm, ich lass ihn mal mit dem Cricketschläger hier. Können wir mal verkloppen mit dem Cricketschläger? Wow. Hi, ja komm. Ah, da beginnt die Folge doch echt wunderschön, würde ich mal sagen. Ah, voll aufs Maul, ey. Da eigentlich gar keine Chance. Ah. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie... Ach, über mir. Über mir ist der Typ. Scheiße. Heftig. Dass der über mir ist, habe ich nicht gedacht. Scheiße. Ach, du Kacke. Junge, verpiss dich. Lass mich doch. Junge. Weh, da ist noch einer über mir. Scheiße. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wie viele, dass ich in dem Raum sind. Dass ich das geschafft habe, unglaublich. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich das schaffe. Okay, letzter Schlag. Na komm, nein, doch nicht. Jetzt aber. Immer noch nicht. Und jetzt aber. Ja, geil. Ja, in der letzten Folge haben wir den Auftrag bekommen. Hier in den Wohnungen bei Brick Lane ungefähr, bei Market, mussten wir irgendwie reingehen, keine Ahnung. Müssen wir jetzt noch ein Tagebuch holen. Wir müssen die ganze Zeit Bücher sammeln. Wir sind ein Bibliothekar. Und ja, wir haben erfahren, dass der... Boah, wenn ich hier drüber trete, dann... Dann... Ich vergesse, was ich sagen wollte. Scheiße. Wow. Oh, wir können uns das Virusid... Achso, nee. Unser Virusid ist natürlich voll. Und dass der Typ irgendwie infiziert ist. Der Leibarzt da. Aber dass er irgendwie so ein... Das ist kein Gegenmittel, aber ein Wirkstoff hat, der das aufhält. Das fand ich sehr interessant. Noch mehr? Ah, scheiße. Olle, ey. Ich hoffe, das war die letzte hier. Sonst dreh ich echt durch. Da liegt nur einer. So. Geil. Hui. Im Koffer ist natürlich nichts drin. Wow. Was war das denn? Der Scanner funktioniert überhaupt nicht mehr. Seitdem er jetzt hier konstant am Laufen ist. Warte, hier können wir irgendwo reinkriechen. Ach so. Hier können wir durchkriechen. Natürlich wunderschön, bringt uns wahrscheinlich gar nichts. Ich habe eben die Lampe aufladen. Können wir wenigstens unsere Waffen nachladen? Das würde mich mal gerade interessieren. Doch, nachladen, geil. Vier Schuss habe ich hier. Bei der Armbrust habe ich. Ja, ich habe immer nur einen Schuss, eigentlich. Zapp. Und der Karabiner, kann ich den nachladen? Gar nicht mehr, der hat nur noch fünf Schuss, okay. Dann lasse ich erstmal mit der Pistole. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Ich scanne einfach mal ein bisschen. Viruzid positiv. Ich will auch mal angezeigt, ob ich da eine Spritze holen kann. Wenn man jetzt noch eine komische Spritze. Weil, falls uns einer hier angreift, kann ich die eben direkt in den Hals jagen. Und der sagt dann, oh nein, das tut so weh. Ich lasse dich lieber in Ruhe. So in dem Sinne. Ihr wisst, wie ich das meine. Hier hätten sie auch noch hochkommen können. Scheiße. Scheiße. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich sehe hier im Dunkeln gar nichts. Reinkriechen. Bringt mir viel, ne? Ja. Lustig. So, wie komme ich denn jetzt nach oben? Da oben liegt ja noch irgendwas. Hier auf jeden Fall nicht lang. Da oben. Oh doch, hier kann ich hochklettern. Raufklettern. Okay. Cool. Oh, da geht es anscheinend weiter. Aber ich will natürlich, wie gesagt, erstmal Obisol mit Clown. Ach, hier hätte ich auch wahrscheinlich hergehen können. Wir konnten ja irgendwie die Treppe hochgehen. Und da ist eine Kamera. Die kann ich natürlich nicht einscannen. Ich will endlich mal hier die Karte haben von dem Scheiß. Raben. Rabenzeichen. Cool. Cooles Rabenzeichen. So, wie komme ich jetzt aber da hinten ran? Auf den Truck. Wie komme ich auf den Truck? Ich habe leider keine Ahnung. Was liegt denn da überhaupt? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Komm, wir gehen einfach mal hier rein. Die ist zu. Ja, dann müssen wir, hier durchs Fenster. Doch kein Glas drinne. Hier ist irgendwer gestorben. Naja, und was ist hier drin? Ich weiß es nicht. Verbarrikadiert, zeigt das nur an.
Und hier geht es... Ich habe keine Ahnung, wo, was hier... Wow, was war das? Ich weiß echt nicht, was hier drin ist. Aufheben. Ach ja, Zeitungsstunde, genau. Ich habe in der letzten Folge vergessen, Zeitung zu lesen. Tut mir sehr leid, aber ich war einfach total abgelenkt. War ein Schrank, nichts Gutes drin. Vielleicht können wir es ja hier mal machen, wenn ich hier ein sicheres Plätzchen finde. Die. Ah. Ah, oh, nein, ich habe wieder einen Code. Ich hasse Codes. Scheiße. Wieso muss es immer solche Codes geben? Nichts drin. Hier was drin? Nein, auch nicht. Komm, weg mit dem Scheiß. Dann schauen wir mal. Als letztes kommt die. Nein, hier gibt es ja nur Zahlen. Scheiße. Kann ich jetzt irgendwie einscannen oder so? Ach, hier ist irgendwas. C7. Nee, Z. Ach, keine Ahnung. Tür mit Codeschloss. 1, 2, 3, 4. Benötigte Code. 1, 2, 3, 4? Laber nicht. Da stand gerade 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Will nicht. Ich probiere mal in einer anderen Reihenfolge. 1, 2, 4. 1, 2, 4, 3. Der Bildschirm ist gar nicht so geil, wie man sich das vorstellt. 3, 4, 2. 1, 4, 3, 2. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Ich glaube, wir schauen uns mal ein bisschen weiter um. Barrikade entfernen mache ich mal hier. Hoffentlich ist da nichts drin. Ach so. Ach so, das war verbarrikadiert. Ja, dann. Jo, kein Problem. Finde ich sogar ganz gut. Hier müsste aber irgendwo noch ein Code sein. Wenn... Was war das denn? Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Hier muss aber noch irgendetwas sein. Schätze ich mal. Oh, die Taschenlampe geht gleich aus. Jetzt erstmal aufladen. Ja, vielleicht gehen wir nochmal hier rein. Stange entfernen. Mal die Stange weg. Ach, und hier geht's runter. Uah! Nein! Scheiße! Heftig. Heftig habe ich mich erschreckt. War nur einer, oder? Anscheinend. Alter. Boah. Oder nur eine. Ich weiß nicht. Ist das ein Mann oder eine Frau? Ich sehe es nicht. Nein, nicht mit mir hier. Oh Gott. Zack. Und weg mit dir. Heftig. Hat die einfach so gewartet. Ey, genau der gleiche Überraschungseffekt, wie wenn ich von unten gekommen wäre. Scheiße. Gut, dass ich nicht von unten gekommen bin, aber trotzdem genauso erschreckend. Ja, hier hätten wir auch hochgehen können. Naja. Aber wir haben uns für den harten Weg entschieden. Ja, wo ist denn dieser verdammte Code? Der muss da hier irgendwo rum liegen. Nein, nicht liegen, aber... Ach, da steht noch mehr an der Wand. Ah, Moment. Das überprüfe ich mal eben. Guck mal die ganze Wand an. C7L. Sieht sehr komisch aus. Und wenn ich... Ach, wenn ich das so drehe, dann dreht er sich natürlich mit. Scheiße, ich kann es euch jetzt nicht so genau zeigen. Oder vielleicht doch mal so... Also, und jetzt einmal drehen. Ja, da seht ihr es. C7 und ein L. Und ich habe keine Ahnung, was das für ein Scheiß sein soll. C7L und ein D. Ähnelt das irgendwie was hier von? C7... 4. Nein. Scheiße, ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Ich will da jetzt aber rein. Hier muss doch irgendwo ein Code rumliegen. Jetzt mal ehrlich, oder vielleicht in der Zeitung, die hier lag. Ja, genau, hier war ja eine Zeitung. Komm, dann lese ich erstmal hier was aus der Zeitung vor. Zeitungsleser. Meine Ausrüstung, meine Missionen, meine Kennung, meine Fähigkeiten, meine Karte, Notizbuch, Zeitung. Die letzte Zeitung, die wir aufgehoben haben, ist die hier. Exklusiv, ich habe die schwarze Prophezeiung entschlüsselt. Ein Londoner Bibliothekar behauptet, er sei hinter das Geheimnis der schwarzen Prophezeiung gekommen. Der Weissagung eines Alchemisten... Keiner da, okay. Eines Alchemisten namens John Dee aus dem 16. Jahrhundert, die das Establishment, achso, in Unruhe versetzt hat. Vox hat die Kontroverse rund um die Prophezeiung bereits im Januar aufgedeckt und berichtet, dass eine von John Dee angekündigte tödliche Seuche London im Laufe dieses Jahres in die Knie zwingen wird. Heute können wir Ihnen den Mann vorstellen, der die Prophezeiung entschlüsselt hat und die Welt davon in Kenntnis setzen möchte. John Friedman, Bibliotheksleiter aus...
dachte, mein Handy hat geklingelt. Bibliotheksleiter aus East London. Er besitzt eine Sammlung von mehr als 500 Schriften über Dee. 20 davon aus Dees eigener Feder. Mr. Friedman entdeckt die Prophezeiung als Student der Oxford University und ist seither davon besessen. Zu seinem Glück teilt seine Lebensgefährtin Sondra, eine 35-jährige Schönheit aus South London, seine Leidenschaft. Sie hat sie sogar zusammengeführt. Aber Mr. Friedmans große Liebe bleibt John Dee. Und die Vorhersage Dee geht nicht weiter. Scheiße, habe ich noch irgendwas im Notizbuch? Briefe der Queen. Letzter Eintrag war: Ein neues Utopia wird in Londinium erblühen. Und jene, die das reinigende Feuer dulden, werden seine Herren sein. Doch der anderen Seelen des Preis sei der Höllen Feuer Pein. Oh. Okay. Ja, jetzt will ich aber trotzdem da rein. Soll ich jetzt jede mögliche Kombination jetzt eingeben oder was? Oder gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Warte, da steht da auch was drüber, oder? R Krone D. Ron Friedman. Ach so. RD. Aber hier sieht, das sieht irgendwie abgeschnitten aus. Findet ihr nicht? Das finde ich sehr merkwürdig. Gucken wir nochmal da, ob da nicht wirklich was drüber steht. Ne, hier ist nur RD. Das ist sehr komisch. Sonst kann ich den Typen analysieren. Heftig, nein. Zeigt auch nichts an. Aber ich will da jetzt rein. Ich kann mich wohl verarschen hier. C7 oder Z und ein L. Ah. Ne, es geht mir jetzt auf den Sack. Gehen wir einfach mal weiter. Beziehungsweise müssen wir erstmal herausfinden, wo es weitergeht. Oh Gott. Ach ja, genau, da. Oh gut. Oh. Alles klar. Gibt es sonst noch irgendwas zu scannen hier im Raum? Ich glaube nichts. Ne, da hinten ist noch eine versperrte Tür. Weil die soll uns nicht weiter interessieren. Also gehen wir erstmal hier im Dunkeln. Ich sehe rein gar nichts. Heftig. Hier rein. Tada! Ja, bin ich doch gerade. Oh Gott, ich will doch nicht hier runter ins Dunkle rein. Oh Gott. Ich scanne erstmal hier den Scheiß. Ich kann ja anscheinend... Oh, da liegt einer. Infizierter. Da liegen Bretter. Oh, der Infizierte, der bewegt sich sogar. Dreht sich den roten Punkt. Noch ein Infizierter. Noch ein Objekt. Noch ein Infizierter. Oh Gott, wie viele Infizierte. Es gibt hier... Da oben ist auch noch einer. Du Scheiße. Hab ich gar nicht gesehen. Heftig. Wie mache ich den Scheiß jetzt? Ich will jetzt hier... Oh. Scheiß will ich aber nicht machen. Ich will auf gar keinen Fall runter. Oh nein. Wie mache ich denn den Quatsch hier? Ich will daher. Och nein, es geht natürlich nicht. Haben wir irgendwas im Rucksack, was mir die Aufgabe hier erleichtern könnte? Außer Leuchtrakete. Ach nein, ich habe noch eine Granate. Cool. Ja... Zum Glück kommen die nicht hoch, oder? Ich hoffe, dass die nicht hochkommen. Ich werde da nochmal eine Granate hier hinlegen. Und, oh Gott, ich höre die ganze Zeit. Und anstatt meiner Schalldämpferpistole, meine normale Pistole, weil da mehr Schuss drin ist. Da unten ist keiner, ja. Und da hoffe ich, dass ich da irgendwo hochgehen kann. Ich habe aber eigentlich jetzt ja schon alles gescannt, ne? Ja, ich habe alles hier im Raum gescannt, also. Ich höre aber irgendwas, was... Oh Gott. Hier unter mir ist noch was, glaube ich. Eingestürzte Mauer und brauche C4. Brauche C4, hä? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der macht mir gerade Angst. Wenn der uns sieht. Die Geschichte. Komm, gehen wir einfach runter. Scheißegal. Nein, er sieht uns. Scheiße, schnell. Nein, 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 nein. Scheiße. Schnell hoch, Alter. Hoch. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein. Es gibt's ja nicht. Schnell, ich will nochmal hoch. Es gibt mir das auf den Sack. Nein. Er lässt uns nicht hoch. Zum Glück kann er uns irgendwie nicht beißen. Scheiße. Heftig. So, jetzt leck mich doch. Ich gehe erstmal ganz schnell hoch. Wow, 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 wow. Wenn er jetzt hier hochkommt, kann ich ihn direkt killen.
Wo ist er hin? Hä? Wo ist der Sack hin? Mach mir keinen Stress hier, Junge. Da unten ist er doch. Hier bin ich doch. Ich dachte, ihr könnt klettern. Die können klettern, der will aber gerade nicht. Der will mich nur verarschen. Ich könnte hier runterspringen und ihm dann direkt eine geben. Aber ich habe keinen Bock. Ich will, dass er hier hochkommt, dass ich ihn ordentlich fertig machen kann. Ach komm, Kamikaze. Eben das Licht auf. Boah, ich höre irgendwelche komischen Geräusche. Licht aufladen lassen und dann. Hi, hier bin ich. Komm. Komm, mein Süßer. Hier bin ich doch, komm. Och, er will nicht. Na komm. Er will einfach nicht. Er sieht mich, aber will nicht hochkommen. Jetzt aber. So. Jetzt habe ich ihn aber gleich. Und das Geile ist, keiner bemerkt das hier, was zwischen uns beiden hier abgeht. Weil dass er mich hier schon die ganze Zeit angreift. Aber, dass er mich einfach nicht hochlassen wollte, das fand ich schon echt fies von dir. Du bist echt nicht nett, mein Freund. Das wirst du bezahlen müssen. Aber ich würde gerne mal so einen Helm haben, wie die haben. Das schützt einen ja total vor diesen... vor denen. Also auf jeden Fall vor Bissen. Aber wir haben ja zur Not immer noch unsere Virozid-Spritze. Na komm. Ey, das kann doch nicht sein. Ich will da noch nicht runtergehen. Ich gehe da erst runter, wenn der weg ist. So. Jetzt zum Beispiel. So, haben wir doch irgendwas im Rucksack, was uns heilen könnte? Nein, natürlich nicht. Wieso glaube ich auch sowas überhaupt? Scheiße. Hat er wenigstens was dabei? Nein, auch nichts. Na toll. Ach, das war der gleiche Typ, der hier rumgegammelt ist. Ach so, okay. Oder nicht? Oh nein, mach mich da nicht bekloppt hier. Gibt es hier irgendwo eine Leiter? Ich will hier hoch. Erhöhtes Terrain. Terrain. Terrain, Benjamin. Du lieber Elefant. Da liegt noch eine Olle drin. Sieht ziemlich aufgequollen aus. Wir gehen jetzt mal hier nach oben. Das finde ich jetzt am sichersten. Obwohl, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen... nach oben oder so, aber... ah, nee, ich muss erstmal... Ich erledige erstmal die, die ich sehen kann. Oben ist ja ein bisschen Licht. Und da lag auch eine, oder da hat eine über der... Nicht über die Reling, aber... ach, ihr wisst, wie ich das meine. Über den... ach, keine Ahnung. Die hängt da einfach. Dreckiges Mädel, du. Boah, ich denke mal, das war ein Mädel. Der lebt ja noch. Hi. Hinter mir ist aber keiner, oder? Darum geht's mir. Vor allem. Gut. Ich höre aber noch. Nein, das ist nur er hier. Junge, verpiss dich. Ah. Komm her, komm her. Komm, komm. Ja. Und flau. Oh, noch einmal, komm. Weil es so schön ist. Weil es so wunderschön viel Spaß macht. Und jetzt. Jetzt kommt er hoch, oder? Komm. Ja, komm, jetzt kletter. Wenn du jetzt nicht hochkletterst, dann werde ich... nein. Nein. Er will nicht. Dann gehe ich einfach. Ist mir aber zu doof. Ja, komm, hier. Heftig, dass er einfach nicht... so eine Scheiße hier mit mir abzieht. Einfach nicht hochkommen möchte. Komm, ich weiß ja, dass ihr klettern könnt, ihr Dreckigen. Und dann gehe ich einfach weiter. Wow, die, ach, hier liegt ja auch noch eine olle Scheiße. Oh, hier ist irgendwas eingestürzt, sehe ich gerade. Gut, dass wir nicht durch solche Lüftungsschächte krabbeln. Aber er ist gleich am Abkacken anscheinend. Was macht er denn da? Er krabbelt da runter. Hoffentlich stirbt er. Alter, ich höre die ganze Zeit, dass links einer von mir ist. Hier ist aber keiner. Ob die durch die Wände noch sind, hinter den Wänden noch irgendwelche sind. Okay, er gammelt jetzt da unten ab. Von mir aus habe ich kein Problem mit. Fühle mich ein bisschen beleidigt, dass er mich einfach hier links liegen lässt. Hä? Ach so. Das kann ich hier drauf. Und dann könnte ich zu der Ollen dahin, aber, oh Gott. Ich habe Angst, dass hier noch irgendwer sonst rumlungert. Da hinten zum Beispiel. Und ich höre immer noch das. Diese komischen... es wäre so ein Fettwanz. Es wäre so ein Boomer da. So
was höre ich die ganze Zeit? Die Olle ist aber tot, okay. Das finde ich eigentlich ganz gut. So, und dann... Na, weil es so schön ist, einfach mal weiter hier. Nicht runterfallen, der Typ ist da unten noch. Kacke, kann ich mich da hinwagen? Hey, da liegt ja irgendwas, was ist das? Ach, Bretter, ach oh Gott, nee. Bretter brauche ich gar nicht. Ich mache erstmal die hier platt. Super. Und? Er wartet immer noch auf uns. Och ja, mein Süßer. Ach, jetzt will er da reinkommen? Okay. Das fände ich cool. Ach, da ist ein Brett. Ach, so, das ist so ein Teil vorher. Gut. Dann bringt das gar nichts, mein Freund. Jaha. Ah, da unten ist irgendwas. Was ist das denn da hinten? Eingestürzte Mauer. Ach, dafür braucht man C4. Ach so, okay. Du kommst da nicht rein. Du kommst da nicht rein. Ich hab's dir gesagt, ey. Was haben wir denn hier? Schrotgewehr-Muni. Kriegen wir gleich ein Schrotgewehr. Ja, natürlich Nike. Ja, komm. Hier bin ich doch. Er will nicht. Er will einfach nicht. Ich fühle doch, dass er keinen Bock hat, mit mir zu spielen. Und ich konnte gerade irgendwo reinkriechen. Ach so, da hinten. Am liebsten würde ich ihn von unten hier irgendwie fertig machen. Von oben meine ich natürlich. Ja. Erwischt. Jetzt habe ich natürlich keine Armbrust. Scheiße. Aber das ist mir jetzt scheißegal, weil ich jetzt weiß, dass er weg ist. Schon mal ein Achievement. Wobei ich stolz bin. Ja, ich bin so stolz auf mich. Ja, nein, natürlich nicht. Dafür setze ich erstmal den Platz von meiner Armbrust mit dem meiner Schalldämpferpistole. So. Da sind zwei Ollen. Ich glaube, einer von denen werde ich erschießen, weil es zu unsicher ist. Der eine fehlt ein Kopf. Ach nee, da unten. Da liegt noch einer. Sieht aber so aus, als ob die noch lebt und lebt, oder? Er. Oder auch nicht. Alles klar. Aufheben. Ja! Doppelläufiger Schrotgewehr. Ja, geil. Doppelläufige. Die habe ich beim Multiplayer so geliebt. Und noch mehr Bretter. Ach, toll. Schublade. Oder sowas, ne. Scheiß die Wand an. Hier geht's. Ach, hier geht's runter. Ach so. Da sind wir ja auch gar nicht sicher. Na toll. Dann will ich mir aber noch meinen Bolzen holen. Sonst drehe ich aber ab, wenn ich hier keinen Schuss für meine Armbrust habe. Dürfte es ja keine mehr geben, oder? Oh, jetzt aber Snickers dabei oder sowas. Oh, das können wir natürlich nicht aufheben. Wir haben wieder unser Inventar voll. Ich hab trotzdem noch Schiss. Nein. Wir machen das so. Wir laden unsere Armbrust nach. Ja, ich habe nachgeladen. Kann ich im Inventar nachladen. Cool. Und dann nehme ich mir den Snack hier mit. Schokolade ist es. Oh. Inventar ist voll, natürlich. Zumachen. Klappe zu, Affe ist tot. Und wir essen uns noch ein bisschen Schokolade. Cool. Und die Doppelläufige setze ich mal. Wo setze ich denn die Doppelläufige hin? Hier, wo der Schalldämpfer ist. Da haben wir nämlich nur noch drei Schuss. Komm. Nachladen. Geil, da ist sogar noch ein Schuss drin. Cool. Oh. Ich liebe einfach Doppelläufige. Aber ich kann die, glaube ich, nicht gleichzeitig abfeuern. Das wäre natürlich noch geiler. Aber es geht, glaube ich, wirklich nicht. Scanner zeigt natürlich nichts an. Oh, Safe House. Es geht jetzt um Safe House. Cool. Wandschrank zeigt nichts an. Also hier ist... Hier geht's zur Kanalisation oder so. Und wo geht's da weiter? Okay, der die Raben abgebracht hat. Verlogene einmal Scheiße, glaube ihm kein Wort. Der lässt sich höchstens hinter Hirngespinste jagen. Lebt der noch oder was? Nein. Ich werde hier an der Stelle erstmal den Part beenden. Weil ich einfach... Ah! Ich würde jetzt natürlich schon gerne mit der Doppelläufigen rumballern, aber... Oh Gott.
Ist hier irgendwer? Ich sehe das nicht. Hier liegt da irgendwas rum. Nee, kann ich nicht aufheben. Feueralarm auflösen. Natürlich. Wird die alle hier angeräumt kommen. Nein. Weil einfach ist denn hier noch irgendwer. Ich check das hier nicht. Nee. Huah. Gut, hier ist wirklich sicher. Ich kann ich nicht aufnehmen. Ich kann hier nichts aufnehmen. Ehrlich nicht. Hier gibt es wirklich nichts mehr. Ja, gut. Einfach, um ein bisschen was aufzuwerten. Ja, wir können unsere Aufwertung mal anschauen. Die wir aufgesammelt haben in der letzten Folge. Zwei, glaube ich, an der Zahl. Und auf zum Safehouse. Ja. Können wir direkt wieder in der nächsten Folge hier auftauchen. Kein Problem. Natürlich geil. Hui. Wieder ein Raum geschafft. Ne, anderthalb Räume, sage ich mal so. Boah. Das war heftig. Überspringen. Na komm. Safehouse. Oh, mit unserer Doppelläufigen fühle ich mich jetzt so sicher. Oh. Wunderschön. Da kann ich ausmachen. So. Hier kann ich jetzt irgendwas reinlegen, was ich nicht brauche. Was brauche ich denn nicht? Gucke ich mal in der Tasche. Ich habe hier ein paar Bretter. Die brauche ich nicht. Ja, und ansonsten die Armbrust auf jeden Fall. Den Karabiner würde ich auch gerne behalten. Ich glaube, dann tue ich mal unsere normale Pistole da rein. Unsere normale Pistole da rein. Geht nicht. Dann den Schalldämpfer. Den Schalldämpfer kann ich reintun. Aber nicht die normale Pistole. Sehr scheiße. Dann nehme ich ein Feuerwerk hier raus. Oh, ich habe sogar vier. Tue ich davon zwei raus. Gut. Hier könnte ich noch ein bisschen rumbasteln. Nein, ich will natürlich hier rumbasteln. Alles klar. Wir haben jetzt natürlich hier mehrere Aufwertungen. Drei einer Zahl. Ich weiß gerade nicht, was das ist hier alles. Ihr seht es vielleicht. Moment, ich muss auch kurz auf meine Kamera gehen, damit ich es besser sehe. Wir haben hier einmal Magazinerweiterung auf der rechten Seite. Dann ganz links. Was ist denn ganz links? Ich sehe das nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Und das dritte ist Zielverlängerung oder sowas. Das zweite von rechts. Wenn ich meine Kamera scharf stellen sollte. Na, ihr seht es wahrscheinlich auch so. So, mal gucken. Was können wir denn jetzt hier drauf anwenden? Die Magazinerweiterung kann ich nur auf die Jagdarmbrust natürlich gar nicht einsetzen. Aber... Oh Gott, ich blick da gar nicht durch. Ich ziehe einfach mal auf die P226, also auf unsere Schalldämpferpistole, ziehe ich mal jetzt was drauf. Oder nee, ich will mal vergleichen, wie stark die ist im Gegensatz zu unserer anderen Pistole. Nee, die ist nicht so stark. Dafür ist die Streuung weniger und die Kapazität ist höher. Dann tue ich da mal das komische Elektroteil drauf. Das ist einfach mehr Feuerkraft. Okay, nee, das will ich nicht drauf haben. Zielverlängerung ist... Streuung. Ach so, das ist Streuverminderung. Ach so. Und das rechte ist natürlich Magazinerweiterung. Das sieht man natürlich sofort. Aber wenn, dann will ich unsere Jagdarmbrust ein bisschen aufbessern. Mit Feuerkraft. Damit wird die stärker. Von 95 geht die auf 122. Und das Fernrohr und die Streuung. Damit wird das genauer. Die mache ich auf jeden Fall drauf. Und mehr Feuerkraft mache ich vielleicht auf unsere Doppelläufige. Heftig. Dann kriegt die, guckt euch das mal an, wie viel Feuerkraft die dann bekommt. Von 432 auf 528. Scheiße, ist das geil. Bisschen mehr als 100. Ja, die werde ich sofort drauf machen. Geil. Und die Magazinerweiterung, die mache ich dann auf unserer P226, ne? Ja. Da können wir jetzt, da können wir jetzt nur 4 Schuss mehr reintun. Wie wäre es denn mit dem Karabiner? Wie viel Schuss kann ich denn da mehr reintun? 5. Kann ich mit 5 mehr Schuss reintun? Oder bei der Doppelläufigen. Ne, da ist die Kapazität eh begrenzt. Doppelläufig, ne? Und bei unserer normalen Pistole, wie ist die Kapazität da? 16. Ach komm, ich mach das auf die... Ne, auf die P226, auf unsere Schalldämpferpistole. Alles klar. Gut. Wäre das ja geklärt. Wir haben echt viele geile neue Waffen bekommen. Also im Laufe des Spiels, jetzt gerade in diesem Part, natürlich nur Doppelläufige, aber auch die ausprobieren wird geil. Ah, ja. Kriegt der volles Pfund aufs Maul. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, dann drückt drauf, gefällt mir. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dann, ciao. So, jetzt geh mal pennen, du oller Sack. Ist dir verdient.